Ja, schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Ligaspiel FC Dornbreite gegen unsere Gäste von Heide SV. Ergebnis 3:2 nach 0:2 zur Halbzeit vor 180 Zuschauern. Das erste Wort gebührt wie immer unserem Gästetrainer Markus Wichmann. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum, glaube ich, nicht ganz unverdienten Sieg. Das heißt nicht ganz unverdient, hochverdient, glaube ich. Ich habe es eben im Kreis zu der Mannschaft gesagt. Ehrlich gesagt fehlen mir so ein bisschen die Worte, wie man am 2:0 so komplett das Fußballspiel einstellen kann. Bodenlos, wirklich bodenlos. Das hat nichts mit System zu tun oder sonst was. Das hat uns letzte Woche auch schon erwischt gegen Weiche. Ich weiß nicht, ob die Jungs dann im sicheren Glauben sind, das Ding hier irgendwie mit 80% über die Bühne bringen zu wollen. Null Laufbereitschaft, null Zweikampfverhalten, das 2:2, also ist für mich unbegreiflich, wie ein Spieler, ein Offensivspieler von Dornbreite, der 1,60 ist, gegen meinen 2-Meter-Mann da den kurz mal zur Seite drücken kann. Also ist Wahnsinn. Dann verschießt du den Elfmeter noch. Da passte dann auch alles zusammen ab der 20. Minute. Das war die erste Halbzeit, die letzten 20 Minuten waren schon nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Da haben wir auch schon ein Stück weit gebettelt. Da sind wir noch mit Glück mit 2:0 in die Kabine gegangen, wieder viel vorgenommen. Aber, Entschuldigung, Bullshit, gar nichts. Vielen Dank. Zu meiner Linken unser Trainer Thomas Manthey. Thomas, dein Statement zum Spiel. Ja, vorab Glückwunsch an unsere Jungs. Das war wirklich ein hart erkämpfter Sieg. Die Jungs haben in den letzten Wochen eigentlich gute Spiele gemacht. Es fehlte so ein bisschen auch das Spielglück. Das haben wir uns heute wirklich auch erarbeitet. Woran man wirklich sagen muss, vom Gefühl her, es ist ein komisches Spiel gewesen. Die erste Halbzeit war überhaupt nicht gut von uns. Wir haben zwei gute Aktionen, zwei scharfe Flanken. Von Heide war natürlich schön wieder 2:0, da zeigt er natürlich auch die individuelle Klasse von dem Kieselbach aus. Nichtsdestotrotz habe ich zu den Jungs gesagt, wir sind leidensfähig, das können wir einfach. Jetzt sind wir mal dran und die Jungs haben wirklich daran geglaubt. Letztendlich, glaube ich, war der Sieg nicht ganz unverdient. Und wie gesagt, das Spielglück war dieses Mal auf unserer Seite. Danke. Gibt es Fragen der Presse, Fragen des Publikums? An beide Trainer. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann sage ich herzlichen Dank im Namen des FC Dornbreite. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt, bevor wir das Rückspiel. Und allen natürlich ein schönes Wochenende weiterhin. Danke.